Sein Auftritt im Vorprogramm von Doro am Donnerstagabend im Wolfhager Kulturzelt sollte für Mike Gerhold gleich in zweierlei Hinsicht zu einem ganz besonderen werden. Nicht nur, dass der Naumburger von über 1000 Musikfans mächtig gefeiert wurde, nein, er nutzte ihn auch für etwas, was längst überfällig war. Ich möchte meiner 20 Jahre lang Partnerin danken. Sie hat alle Macken mitgemacht, alle Höhen, alle Tiefen und das war nicht immer einfach. Ich könnte selber mit den 20 Jahren zusammen verbringen. Wir haben mittlerweile einen 8 Jahre alten wunderschönen Sohn, der heute Fußball spielt, der hat keine Gitarre gespielt. Aber gut, siehst du, ich unterstütze ihn gerne. Oder? Und ich habe mir so viel aufgeschrieben, was ich jetzt erzählen wollte. Aber auf jeden Fall habe ich immer auf den passenden Moment gewartet. Lange hatte Nadja Müller auf diesen Moment gewartet und konnte es dann gar nicht glauben, als ihr Mike vor ihr auf die Knie fiel und ihr den lang ersehnten Heiratsantrag machte. Ihr Jahr ging dann im frenetischen Jubel der Rockfans unter. Am Ende des Abends aber wurde dann verkündet, ja, es wird geheiratet und zwar noch in diesem Jahr. Herzlichen Glückwunsch!